Tüdelü, seid gegrüßt da draußen. Ja, kurzes Vorwort wie immer. Dampfen erst ab 18. Ich bin Privatperson. Das ist meine eigene persönliche Meinung zu diesem Produkt, das ich euch heute gerne mal vorstellen möchte. Vorweg sei gesagt, ich habe noch nichts von Rauf Vape gekauft, bin aber von Verarbeitung und Qualität absolut begeistert und will euch dieses Produkt deswegen heute einmal vorstellen. Ja, ich habe das Gerät bei GBS gekauft im Flash Sale für sage und schreibe 12,15 €. Habe gedacht, da kann man nichts verkehrt machen. Das Gerät gibt es in fünf verschiedenen Farben. Wir haben einmal Silber, dann haben wir Schwarz, dann haben wir so ein, ja, ich würde sagen Pink und ein Türkis und wir haben Perlmutt Weiß. Ich habe es in Perlmutt Weiß geschossen, da war es dann halt im Angebot. Geliefert worden ist es innerhalb von 11 Tagen. Der Zoll war nicht dran. Wie ihr sehen könnt, ist das Produkt der Witcher-Serie angelehnt. Auf der Rückseite haben wir eine kurze Inhaltsangabe, einen Text. Rauf Vape Coco Pen Battery, Coco Pen Atomizer 2 ml, Atomizer Coil sind 2 Stück drin, Mouse Piece Stainless Steel, ein USB-Kabel und Manual and Warranty Card. CE-Zeichen, ROAS-Zeichen, Rauf Vape. Nicht für Schwangere und erst ab 18 und bitte nicht in die Mülltonne schmeißen. Das wissen wir ja alle. Packen wir es aus. Wie gesagt, ich habe es schon in Betrieb, habe es nochmal eingepackt. So sieht das gute Stück aus. Es kam so zusammengebaut zu mir. Im Karton selber ist eine kurze Bedienungsanleitung, CocoPen. Die ist in Englisch gehalten. Wie ihr sehen könnt, ziemlich simpel, aber gut verständlich. Und dann haben wir noch irgendein Asiatisch, vermute ich mal. Dann haben wir noch zusätzlich ein Ersatzcoil und ein USB-Kabel. Wie gesagt, Garantiekarte, die habe ich schon rausgenommen. Der Ersatzcoil, schauen wir mal drauf, kann man es erkennen, ob was drauf steht. 0,5 Ohm, wie ihr sehen könnt, hat sehr kleine Öffnungen, dampft natürlich auch nicht mordsmäßig wie der Vape Pen, aber so für auf dem Schreibtisch, also fand ich das Ding ganz nett für das Geld. Ja, Rundumansicht, hier ist das Witcher-Logo. Fünfmal drücken geht es an, fünfmal drücken geht es aus. Beim einmal drücken leuchtet es beim Dampfen. Wir haben den USB-Anschluss. Auf der Unterseite haben wir ein Gasungsloch. Dann haben wir Tankeinheit, Airflow regulierbar mit 4, 5 Öffnungen. Die kann man dann durchgehend zumachen, rastet aber nicht ein. Funktioniert aber ganz gut. Einmal die Rundumansicht für euch. Das Schimmern kann man jetzt leider, glaube ich, bei der Aufnahme nicht so sehen. Also das Ding ist exzellent verarbeitet. Also ich habe gedacht, der Smoke wäre schon gut, aber der hat auch hier so eine kleine Kante. Aber das Ding ist wirklich absolut super sauber verarbeitet. Nichts klappert, nichts rappelt. Alles passt zu 100%. Wir können das Ding mal auseinandernehmen, weil das ist das Coole an der ganzen Sache. Man kann es trennen. Wir haben den Akkuträger, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir den Verdampfer als Einheit. Wir haben ein abnehmbares Drip-Tip mit einem kleinen O-Ring oben drauf. Dann haben wir die Base. Dann saugen wir hier mal ein bisschen rum mit Liquid. Hier ist der gleiche Coil, glaube ich, drin. Den habe ich jetzt schon. Ne, hier ist ein 0,3 Ohm Coil drin. Den habe ich schon eingeweiht, damit wir nachher mal kurz dampfen können. Weg ist er, wie ihr sehen könnt. Seht ihr nichts? Doch, ihr seht 0,3 Ohm. Wir haben vergolden gelagerten Pin. Wir haben, ah ja, das kann man auch noch auseinanderschrauben. So sieht das ganze Teil dann aus. Also, ich finde, das hat was. Ist mehr so ladylike vielleicht, aber ist schon sehr cool. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet, wie gesagt. Schrauben wir das Ganze mal wieder zusammen.
Packen gleich ein bisschen Liquid rein. Wo ist er? Da ist. Jetzt haben wir ihn falsch zusammengeschraubt. Soll auch mal vorkommen. Oben und unten kann man hier noch nicht so ganz wirklich erkennen. Aber man baut ihn ja nicht regelmäßig auseinander. So, jetzt haben wir ziemlich versiffte Hände. Das Gerät ist 15,6 cm lang, hat einen Durchmesser von 1,8 cm, 2200 mA. Wie gesagt, zwei Coils dabei, einer 0,5 Ohm, einer 0,3 Ohm. Was halt auch sehr schön ist, muss man natürlich dann wissen, ob man es macht oder nicht. Aber ich finde, das Praktische ist, man kann ihn halt überall draufsetzen. Ne? Und da der jetzt, hier passt er jetzt nicht unbedingt zu, würde ich jetzt behaupten. Aber es funktioniert. Das ist das Nette an dem Gerät. Das ist der Nachteil beim Wavepen, den kann man halt nicht zerlegen. Ich finde, es hat was. Muss man den passenden Akkuträger dazu findet, dann ist es schon okay. So, schrauben wir das Ding mal zusammen. Füllen ein bisschen Liquid ein. Zwei Milliliter passen rein, habe ich glaube ich gerade schon erwähnt. Dampfverhalten ist mit dem 0,3 Ohm Coil, finde ich, völlig ausreichend. Geschmack ist okay. Kann man auch nicht meckern für das Geld. Also definitiv für das Geld. Ich glaube, selbst wenn er jetzt im Moment 20 oder 25 Euro kostet, ist es eine ganz feine Sache. Ja, sehen wir uns beim Dampfverhalten gleich wieder. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, kommen wir zum Dampftest und Geschmackstest. Also der 0,3 Ohm Coil, der verbaut ist, ist wirklich okay. Man kann es nicht mit dem Vape Pen vergleichen, gar keine Frage. Der ist ja auf Dampf ausgelegt. Aber man kann also echt nicht meckern, geschmacksmäßig. Und dampfmäßig ist das Ding völlig okay. Für 12,15 Euro oder für die 20, 25, ich weiß nicht, was er jetzt kostet. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal 2200 mA und einmal 1500 mA. Da ist der, glaube ich, auch ein bisschen kleiner. Aber der war halt mit den 2200 mA halt im Angebot. Und tut seinen Dienst. Kann man nicht anders sagen. Also ich finde es so, ist eher Lady-Style, ne? Muss man ganz klar sagen. Vielleicht kriege ich jetzt weibliche Gene, wer weiß es. Aber also ist völlig okay. Vergessen habe ich glaube ich nichts. Deswegen in diesem Sinne, tot ziens.